Geil, dass wir sowas in Deutschland nicht haben, oder? Ihr kennt doch diese elendigen Mautstationen im Ausland. Wir sind nach Portugal gefahren und ich habe mal mitgezählt, wie oft und wie viel man blecht. Insgesamt wurden wir in Frankreich, Spanien und Portugal zusammen 13 Mal zur Kasse gebeten. Dazu kommt noch die Schweizer Vignette, aber die ist immerhin ein ganzes Jahr gültig und kostet nur 42 Euro. Die teuerste Maut für bisschen Autobahn nutzen hat da mit 21,80 Euro schon die Hälfte wie die Schweizer Jahresvignette gekostet und insgesamt haben wir 119,71 Euro an den Mautstationen liegen lassen, nur für den Hinweg. Zum Glück wird man in Deutschland so nicht abgeschöpft. Man bekommt sogar als E-Auto-Halter über die TRG-Quote jährlich Geld für seine eingesparten Emissionen. Für eine zuverlässige TRG-Quotenabwicklung empfehle ich euch Carbonify, wo ich als Mitgründer aktiv dabei bin.